Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Die Bundesliga fängt endlich wieder an und ich habe ordentlich Bock drauf. Eine kleine Information zur Prognose der zweiten Fußball-Bundesliga. Die werde ich morgen im Livestream spielen auf Twitch. Den Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Aber wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf Twitch, dann gibt es die Möglichkeit, was heißt die Möglichkeit? Am Freitag wird dann der Livestream zusammengeschnitten sein und auf YouTube hochgeladen. Das heißt, ihr verpasst keine Partie, müsst auch keinen Livestream euch anschauen, wenn ihr das nicht wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da Gefallen dran findet, morgen gegen 13 Uhr auf Twitch. Falls noch nicht richtig angekommen ist, nochmal eine kurze Info. Also, morgen um 13 Uhr auf Twitch. Link in der Beschreibung, schaut da rein und wenn ihr keine Lust auf Twitch habt, dann Freitag in der zusammengeschnittenen Version. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit dem ersten Spiel und später gibt es auch die Konferenz oder die Spiele in der Zusammenfassung. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und jetzt geht's wirklich los mit dem Auftaktspiel Bayern gegen Schalke. Viel Spaß! Der FC Bayern bestreitet seit 2013 jedes Auftaktspiel und so soll es auch in der Saison 2020-2021 laufen gegen die Königsblauen Schalker. Der FC Schalke 04 sehr holprig in der Vorbereitung, man tastete sich aber langsam ran. Diese beiden Mannschaften verbindet, dass sie die erste Runde im Pokal noch nicht gespielt haben aus verschiedenen Gründen. Überraschenderweise aber der FC Schalke 04 hellwach in der Anfangsphase mit der ersten Möglichkeit, die Manuel Neuer erst einmal parieren muss. Marc-Uth war der Schütze. Und Schalke machte es weiterhin gut. Über eine Viertelstunde gespielt. Benito Rahman, Ibisevic leitet weiter. Sebastian Rudi und wieder Marc-Uth. Die Führung für die Gäste durchaus darstellbar. Erstaunlich die Leistung des FC Bayern München bis dahin. Dann aber konnte man sich hier etwas akklimatisieren im Bundesliga-Alltag, der ja auch nun 2 Monate wieder knapp zurückliegt. Der FC Schalke 04 jetzt etwas zu passiv. Kimmich zu Leon Goretzka. Zumindest der erste Abschluss. Hier war aber auch schon fast eine halbe Stunde gespielt. Sieht Ralf Fährmann dann auch, dass der Ball vorbeigeht. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Der FC Bayern München mittlerweile dominant und Schalke weiterhin eher in der Zuschauerrolle. Sané legt quer zu Joshua Kimmich und da ist Goretzka. Riesenmöglichkeit. Die größte Chance der Partie bis dahin. Das muss es eigentlich sein. Toll aber auch die Reaktion von Ralf Fährmann, der damit das 0:0 zur Pause festhielt. Es war verdient, dieses Ergebnis. Schalke startete richtig gut. Der FC Bayern München wurde dann aber stärker. Der erste Durchgang, aber dann ein Sinnbild für die zweite Hälfte, denn auch da war der FC Schalke 04 erstmal besser. Suat Serdar kriegt zu wenig Druck, probiert es dann selber aus 16 Metern. Wiederum hier fehlt nicht viel. 49. Spielminute trifft nur das Außennetz, sonst wäre Neuer wohl auch da gewesen, aber der Gast aus Gelsenkirchen machte es wirklich nach wie vor richtig gut. Der FC Bayern München tat sich extrem schwer, konnte jetzt aber den Ball mal erobern. Schnell geht's dann in die Spitze. Flanke von Gnabry, Kopfball, Leroy Sané. Ebenso wie Goretzka mit Schalker Vergangenheit. Der Kopfball aber deutlich zu mittig, kein Problem für Fährmann. Wir springen schon in die frühe Schlussphase. Armin Harit über die linke Seite, legt noch einmal zurück. Otschipka ist mit dabei. Und auch Suat Serdar treibt an. Bujelab, Suat Serdar nochmal zu Harit. Der FC Bayern München kommt nicht an den Ball. Uth mit der Hacke zu Armin Harit. 0:1 in der 77. Minute. Eine mittelschwere Sensation stand hier kurz bevor und der FC Bayern München hatte knapp über 10 Minuten Zeit.
Schalke aber unglaublich offen jetzt in der Schlussphase. Das hätte man sich irgendwie sparen können. Und der Ausgleich. 89. Minute, doch noch das 1:1. Kimmich gleicht aus. Vom Innenpfosten prallt der Ball rein. Und das hat sich Schalke selbst zuzuschreiben. Zu offen in dieser Situation. Wollten dem Druck der FC Bayern München mit Offensivpower entgegenwirken. Hat aber nicht funktioniert. Und die letzte Möglichkeit noch einmal für die Bayern. Nachspielzeit. Da treffen sie am allerliebsten. Goretzka und Thomas Müller. Kriegt diesen Schlenzer mit links aber nicht gänzlich rumgerissen. Und das runde Kunstleder verfehlt dann sein Ziel. Es blieb beim 1:1 ein spannendes, ein packendes Auftaktspiel, das verdient mit 1:1 zu Ende ging. Bayern nicht so richtig zufriedenstellend, Schalke hingegen hat richtig gut hier abgeliefert. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz, in der ersten der Saison 2020-2021. Der Aufsteiger Arminia Bielefeld ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park. Eine Namensänderung, die wir einfach mal so akzeptieren. Und wir wollen uns auf das Fußballerische konzentrieren. Frankfurt hat es im DFB-Pokal geschafft, gegen 1860 München die nächste Runde zu erreichen. Bielefeld schied am Montagabend aus gegen Rot-Weiß Essen, gegen einen Regionalligisten. Sicherlich einen starken, trotzdem hat man das ganz anders im Sinn gehabt. Hier die ersten Eindrücke also aus Frankfurt. Wir wollen zum zweiten Aufsteiger gehen nach Stuttgart. Ja, auch der VfB Stuttgart ist zurück, hat jetzt nicht so lange Abstinenz gehabt wie Arminia Bielefeld. Trotzdem für den VfB auch wieder schön zurück zu sein. Zu Gast sind die Freiburger. Der SC Freiburg setzte sich gegen Waldhof Mannheim im Pokal durch. Etwas holprig, aber erstmal die Situation bereinigt. Auch der VfB Stuttgart hat es geschafft. Wir schauen hier auf die ersten Anzeichen bzw. erstmal auf die Aufstellung. Dürfte interessant werden. Ebenfalls interessant das Spiel in Bremen. Zumal hier zwei Mannschaften gegeneinander spielen, ja, die sich im Pokal schwer taten, um genau zu sein. Bei der Hertha ging es sogar schlecht aus. Man verlor mit 5:4 gegen Braunschweig. Bremen schafft es ja gegen Jena, sich durchzusetzen. Und wirkliche Gradmesser waren das vermutlich nicht. Deswegen alles auf Null. Die Hertha durchaus umgestellt, neue Gesichter dabei. Toussaint wird hier unter anderem im Mittelpunkt stehen. Werder Bremen möchte die letzte Saison vergessen machen und wieder im Mittelfeld zumindest angreifen. Ähnlich sieht es wohl auch in Berlin aus. Ja, Union Berlin würde sich wahrscheinlich auch mit einem Platz im unteren Tabellendrittel anfreunden, wenn es denn am Ende der 13. oder der 14. oder der 15. sogar sein sollte. Zu Gast ist der FC Augsburg an der alten Försterei. Die Fuggerstädter haben durchaus zugeschlagen auf dem Transfermarkt und es gab hier einen kleinen Torwarttausch zwischen diesen beiden Teams. Beim FC Augsburg spielt jetzt Birkiewicz und Andreas Lute steht für Union Berlin zwischen den Pfosten. Es wird also auch hier interessant zu sehen sein, wie starten beide Mannschaften rein in die Saison. Wir schauen noch kurz auf die Aufstellung von Union Berlin. Knoche als neuer Abwehrchef dabei. Einige neue Gesichter mit von der Partie. Das soll es von hier gewesen sein und wir schauen jetzt nach Köln. Wo die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast ist. Und der erste FC Köln, ja, er muss improvisieren. Die Mannschaft scheint noch nicht ganz fertig zum Saisonstart und das hätte man sich sicherlich auch anders erhofft. Aber nun müssen sie mit dieser Herausforderung umgehen. Es steht trotzdem eine schlagfertige Truppe auf dem Platz, aber insbesondere vorne ist es noch etwas unausgegoren. Da spielt heute, wie wir gleich sehen werden, Thielmann in der Spitze. Das hat er im Pokal schon gemacht. Aber so ganz 100% kann das wohl noch nicht die Lösung sein. Hoffenheim will hier aber auch sehr gerne gut mitspielen.
Wir starten die Konferenz aber hier in Frankfurt, wollen die ersten Schritte Arminia Bielefelds nach Ewigkeiten in der Bundesliga mal wieder beobachten und Frankfurt will eine ruhigere Saison spielen als noch im vergangenen Jahr. Am Ende konnte man sich ja doch relativ locker retten, aber trotzdem ein bisschen mehr Ruhe wünscht man sich dann schon. Und Frankfurt kommt hier über die rechte Seite, Flanke von Dominik Kor auf den zweiten Pfosten und das ist mal die erste Torannäherung. Bastost am zweiten Pfosten mit diesem Aufsetzer, aber kein Problem für Bielefelds Keeper Stefan Ortega. Die ersten Eindrücke sind das von hier gewesen. Wir schauen mal eine Station weiter. Sind in Köln und da kommen die Geißböcke gerade mal nach vorne. Jonas Hector mit der Flanke und Baumann. Unsicher, Bicakcic klärt es dann. Özkan kann auch nicht mehr draus machen. Okay, Hoffenheim bereinigt die Situation, aber das war schon eine kleine Unsicherheit gerade von Oliver Baumann. Hat sich im Spiel gegen Chemnitz im Pokal gut beweisen können. Isibue jetzt erstmal im Abseits. Aber gerade eine Unsicherheit, die man so von Baumann selten sieht. Isibue, ja, steht hier relativ deutlich in der verbotenen Zone. Aber der erste FC Köln macht es doch besser, vielleicht sogar besser als erwartet. Hoffenheim hat hier in den ersten 10 Minuten noch keinen wirklichen Zugriff zur Partie gefunden. Versucht das Ganze jetzt mal zu beruhigen. Aber auch dann geht schnell wieder über die rechte Außenbahn. Baumgartner und Akpoguma im Zusammenspiel. Baumgartner tritt einmal auf den Ball, zieht ihn zurück. Dennis Geiger, da setzt er sich zu einfach durch und da ist Bebu völlig frei. 0:1, 12. Spielminute. Elas Bebu mit dem Treffer für die Gäste. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Timo Horn ist bedient. Geiger, das geht viel zu einfach. Dann dieser Lupfer auf den zweiten Pfosten. Horn kann da nichts machen, da muss er nicht rauskommen. Das muss von Isibue verteidigt werden. Bebu aber einfach handlungsschneller. Dieser Kopfballaufsetzer. Dann mit der Laufrichtung durchaus anspruchsvoll, den so zu nehmen. Und das bringt Hoffenheim in Führung. Also hier steht es 1:0 für die Gäste. Der erste Treffer in der Konferenz. Und wir hoffen mal, so geht's weiter. Ab nach Bremen. Die Hertha bemüht sich hier momentan in Schwarz und Rot spielend. Luke Bakio, aber abseits von Peter Pekarik. Ja, was war das für ein denkwürdiges Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig? 5:4, gut, nach vorne hat man da einiges machen können. Auf der anderen Seite aber 5 Gegentore, das ist einfach viel zu schwach. Gegen Werder Bremen heißt es also auch erstmal auf eine stabile Defensive zu setzen. Der SV Werder Bremen, ja, in den grünen Trikots von links nach rechts geht es hier erstmal locker an. Tor an Frankfurt! Und wir holen uns den zweiten Treffer aus Frankfurt ab. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Sebastian Rode mit dem glorreichen Auftakt für die Mannschaft im Herzen von Europa. Stark durchgespielt, Bielefeld nicht wach genug. Wuchtiger Schuss, Ortega Moreno. Diesmal ohne eine Chance. Hier waren wir aber schon. Wir wollen mal in Stuttgart vorbeischauen, wo der VfB gerade eine gute Möglichkeit hat und auch hier wäre dann fast der Torschrei erklungen. Aber da hat dann Benjamin Upov, der Vertreter von Marc Flecken, etwas dagegen. Ja, Flecken verletzte sich ärgerlich beim Aufwärmen vorm Pokalspiel. Hätte man sich anders gewünscht, hier ist eine knappe Viertelstunde von der Uhr. Der VfB Stuttgart, ja, ist eine Überraschungsmannschaft oder eine Überraschungstüte in dieser Saison vermutlich. Man weiß nicht ganz genau, wo sie stehen. Da sind durchaus namhafte Spieler, aber auch viele junge. Ein guter Mix vielleicht, aber vielleicht auch eine kleine Unerfahrenheit. Das wird sich wohl im Laufe der Saison dann rausstellen. Freiburg hat auch wieder einen kleinen Umbruch hinter sich. Das gehört ja bei den Breisgauern dazu. Trotzdem
haben sie eine schlagfertige Truppe, der VfB Stuttgart hier aber in den ersten Zügen der ersten Hälfte schon mit den besseren Akzenten. Wir hatten eben die Chance von Didavi gesehen und jetzt laufen sie wieder an. Silas Wamangituka hat gegen Rostock den entscheidenden Treffer im Pokal erzielt. Legt dann lieber nochmal zurück, geht auf Nummer sicher. Endo und Kalajdzic. Didavi lässt sich dann aber auch abdrängeln. Und stand sowieso im Abseits. Gut, das soll es von hier erstmal gewesen sein. Wir schauen in Berlin vorbei. Und Union kommt. FC Augsburg unter Druck gerade. Prömel, Bülter zu Cedric Teuchert. 1:0 für Union Berlin. Der FC Augsburg konnte sich aus dieser Drucksituation gerade nicht befreien. Das war ein besseres Handballspiel. Und der FC Augsburg in Persona Giekiewicz muss jetzt hinter sich greifen an alter Wirkungsstätte. Das hätte er sich auch anders vorgestellt. Teuchert, der im Pokal nicht wirklich gut spielte, kann jetzt hier direkt mal auf sich aufmerksam machen und erzielt den ersten Saisontreffer für den ersten FC Union Berlin. Das kann sich sehen lassen und wir nutzen die Chance, einmal kurz auf die Zwischenresultate zu schauen. So viel ist noch nicht passiert. Frankfurt, Bielefeld 1-0, Union hier gerade 1-0 gegen Augsburg, Köln 0-1 gegen Hoffenheim, Bremen, Hertha, Stuttgart, Freiburg, beide noch 0-0. Jetzt kommt der FC Augsburg über Caligiuri. Finn Bogason will ablegen, aber dann fehlt da jemand in der Mitte. Bringen sich Schlotterbeck und Prömel aber ein bisschen selbst ins Bedrängte. Ja, das von hier. Wir haben den ersten Treffer gesehen. Den gab es auch schon in Frankfurt. Ja, auch hier führt die gastgebende Mannschaft. Bielefeld findet jetzt langsam rein und Córdoba spaziert da durch die gegnerische Hälfte. Wo ist denn da die Gegenwehr? Nicht zu glauben. Der Ausgleichstreffer durch Sergio Córdoba. Der Neuzugang schlägt zu, weil er da ja wirklich spazieren gehen kann. Abraham, ja, im gehobenen Alter, respektvoll gemeint, kommt da einfach nicht mehr hinterher. Hinteregger muss sich auf die Mitte konzentrieren und Klos zumachen. Aber wenn dann Córdoba alleine auf Kevin Trapp hinzugehen kann, ja, dann steht es 1-1. Das ist der Rückkehrstreffer für Bielefeld. Ja, wir sind auf der Suche nach weiteren Treffern und geben eine Station ab. Sind hier wieder im Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln läuft jetzt seit der 12. Minute diesem Rückstand durch Ilas Bebu hinterher. Es könnte besser sein, es könnte aber auch schlechter sein. Die Anfangsphase vom 1. FC Köln gut geführt. Nach dem Treffer war jetzt Hoffenheim Tour aber in auch Stuttgart die dominante Mannschaft. Und wir holen uns den nächsten Treffer ab in Stuttgart. 1-0, Daniel Didavi. Punktlandung, halbe Stunde Marke, gerade geknackt. Und dann schlagen sie zu. Starker Linksschuss. Fast perfekt neben den Pfosten platziert. Da kommt Upp hoffentlich mehr schnell genug runter. Und da muss der Keeper vom KSC gekommen. Erstmal hinter sich greifen. Oder erstmals sogar auch hinter sich greifen. Daniel Didavi markiert den Treffer. Wenn er mal verletzungsfrei bleiben würde, ja dann. Aber da gilt es nur für ihn, das Beste zu hoffen, dass er vielleicht durch diese Saison ohne größere Verletzung durchkommt. Dann kann er auch eine gute Rolle, eine wichtige Rolle für Stuttgart spielen. Das hat er hier gerade mal wieder unter Beweis gestellt. Fehlpass von Mangala, Lienhardt holt ihn gut ab. Hin und wieder mal zerfahren diese Partie. In vielen Mittelfeld-Zweikämpfen verliert man sich da. Und der VfB Stuttgart kommt gerade nochmal. Endo Uphoff mit der Parade. Huh. Ab nach Bremen.
Ja, hier gab es auch gerade eine große Möglichkeit. Und da ist sich Pavlenka seiner Sache doch dann sehr sicher, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Also wirklich viel hat da nicht gefehlt. Aber gut, das verbuchen wir mal unter starkem Einschätzungsvermögen von Pavlenka. Werder Bremen hat hier nicht wirklich irgendwelche Akzente nach vorne setzen können. Aber defensiv hätten sie fast ins eigene Netz zugeschlagen. Toprak mit dem Kopfball an den eigenen Pfosten. Werden sie zumindest später in der Wiederholung oder in der Zusammenfassung nochmal sehen. Das war durchaus erstaunlich, sich das mit anzuschauen. Viel Glück in der Situation für Bremen. Hertha hat hier tatsächlich die Ruhe weg, aber sie könnten eben auch schon führen. Das haben sie bislang nicht geschafft. Eben nochmal die Möglichkeit von Darida, jetzt vielleicht mit dem nächsten Angriff. Dilrosun und Plattenhardt machen das hier über die linke Seite relativ entspannt. Dilrosun, ja, dann verliert er den Ball an Toprak. Das geht dann doch ein Stückchen zu einfach für den Innenverteidiger Routinier. Und Bremen löst das spielerisch. Wir schauen nochmal in Berlin vorbei. Wo der FC Augsburg auf den Ausgleich drückt. Und er wäre mittlerweile auch verdient. Nächste Chance. 43. Minute. Florian Niederlechner. Ja, den trifft er überhaupt nicht, den Ball. Aber es gab schon größere Chancen. Aber sie haben es verpasst, diese zu nutzen. Somit laufen die Fuggerstädter diesem 1-0 Rückstand von Cedric Teuchert aus der 23. Minute weiterhin hinterher. Und momentan würden sie damit auch in die Katakomben gehen. Das möchte man durchaus vermeiden. Aber der erste FC Union Berlin hat gezeigt, dass die Nadelstiche nach vorne durchaus von Belang sind. Und Augsburg sich da nicht drauf ausruhen kann, hinten einigermaßen stabil zu stehen. Bülter kommt aber gegen Rauveleo nicht durch. Jetzt aber nochmal Ingwarzen. Das ist es eben. Der erste FC Union Berlin zu jedem Zeitpunkt in der Lage, vorne zuzuschlagen. Und hier nochmal Gikiewicz im Fokus. Beim Treffer konnte er nichts machen. Jetzt hält er gut. Tor an Frankfurt. Von der linken Seite. Wir holen uns das Tor aus Frankfurt ab. Frankfurt geht wieder in Führung. Danny da Costa mit dem 2:1. Ja, Fehler im Spielaufbau. Und dann geht es schnell. Lehrgeld für die noch unerfahrene Bielefelder Mannschaft. Und Danny da Costa zeigt, wie schnell es gehen kann. Vom linken Innenpfosten prallt der Ball dann über die Linie. Auch etwas Glück dabei für den rechten Flügelmann. Aber das war unter dem Strich einfach gut gemacht. Und so geht mal wohl mit einer 2:1 Führung in die Pause. So sieht's aus. Wird zwar nochmal angepfiffen, aber jetzt ist hier auch Feierabend. Auf den anderen Plätzen sieht es ebenso aus. Und ja, das war durchaus eine interessante Partie. Bielefeld fand sich mehr und mehr ab hier mit den Frankfurtern, mit dem Frankfurter Druck. Wir schauen in der Pause kurz auf die Ergebnisse und dann soll es eigentlich schnell mit den zweiten 45 Minuten weitergehen. Ja, Eintracht Frankfurt gerade gesehen führt 2:1 gegen Bielefeld. Union Berlin führt 1:0 gegen Augsburg. Köln liegt 0:1 gegen Hoffenheim zurück. Bremen gegen Hertha noch torlos. Und der VfB Stuttgart führt 1:0 gegen den SC Freiburg. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen, wenn ihr Bock habt. Ja, oder wenn es euch Spaß macht, dieses Video anzuschauen. Auf jeden Fall, sonst soll es jetzt weitergehen mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß und danke euch nochmal fürs Reinschalten. Wir sind zurück in der Konferenz. Schau nochmal auf den Führungstreffer der TSG aus Hoffenheim. Ilas Bebu nach Vorlage von Dennis Geiger am zweiten Pfosten von Isibue. Zu wenig behindert. Und seit dieser 12. Spielminute liegt Hoffenheim dann auch in Führung. Köln konnte erstmal noch nicht antworten, aber hat jetzt im zweiten Durchgang sicherlich einiges vor Hoffenheim, aber auch immer für einen Treffer gut. Sie hatten einige Möglichkeiten auch auf 2:0, gar 3:0 zu erhöhen. Das haben sie aber verpasst und das möchte der gemeine Geißbock-Fan jetzt auch ausgenutzt sehen. Aber Hoffenheim kommt direkt wieder nach vorne. Florian Grillitsch schlägt nochmal raus.
kann sich da vielleicht eigentlich selber den Schuss nehmen. Bebu. Querpass zu Akpoguma. Vielleicht mal irgendwann der Abschluss. Grilic. Boah, wird da von Isibue unsanft gestoppt. Sicherlich war auch der Ball mit dabei. Gut, da muss jetzt Grilic sich auch nicht allzu stark aufregen. Trotzdem, die Ermahnung gibt es, hätte man vielleicht auch über eine gelbe Karte nachdenken können. Ja, das war schon ziemlich abgeräumt. Da hätte man nicht nur über eine gelbe Karte nachdenken können, man hätte sie vermutlich zücken müssen. 50. Spielminute und eine äußerst deliziöse, delikate Freistoßposition für die TSG. Danach wollen wir dann noch eine Station weitergehen, aber den Freistoß nehmen wir hier logischerweise noch mit 19 Meter Torentfernung. Und Andrej Kramaric macht es perfekt! Wow! Was für ein Freistoß! 0:2, kalte Dusche für die Gastgeber. Perfekt gezirkelter Freistoß. Nicht zu halten für Timo Horn. Vom Innenpfosten springt der Ball über die Linie. Das ist einfach stark. Selbst wenn die Mauer hochgesprungen wäre, keine Chance. Also 0:2. Riesenaufgabe jetzt für Köln. Und ja, auch eine Aufgabe in Stuttgart. Und zwar für den SC Freiburg, der hier mit 1:0 zurückliegt. Der VfB hat sich hier wieder gut akklimatisieren können in der ersten Fußball-Bundesliga. Spielte richtig gut mit. Silas hat den Ball wohl erst im Tor aus, beziehungsweise im Seitenaus, besser gesagt, aufgenommen. Deswegen geht es weiter mit Einwurf für den SC Freiburg. Und Jong schiebt an über die rechte Seite, enteilt da seinem Gegenspieler. Die Flanke ist dann aber leichte Beute für Gregor Kobel. Wann hat der SC Freiburg die nächste zündende Idee? Wir werden uns melden, sollte hier etwas passieren. Stuttgart momentan steht sehr sicher. Ab nach Bremen. Die einzige Partie, in der wir noch auf einen Treffer warten, vielleicht jetzt. Eggestein stark rausgelegt. Und Bittencourt, aber das ist überhastet. Bringt da direkt den Ball, den Rehkick aber verteidigen kann. Und Bruno Labbadia dürfte tatsächlich zufrieden sein. Seine Defensive steht extrem sicher. Schwolo hat auch wirklich wenig zu tun bekommen, aber trotzdem strahlt er eine gewisse Ruhe aus. Hat da keine Probleme hinten drin. Und das ist dann vielleicht nach so einem Spiel wie gegen Braunschweig auch mehr wert, als hier ein Spektakel nach vorne abzuliefern. Wäre natürlich auch schön, aber davon war jetzt nicht unbedingt auszugehen, zumal der SV Werder Bremen auch erstmal auf eine stabile Defensive aus ist. Letztes Jahr, ja, war man mitunter den schlechtesten Mannschaften, was die defensive Leistung angeht, in Gegentore gemessen. Oder in Gegentoren gemessen. Hier gibt es einen Doppelwechsel Tor in Stuttgart für Sargent. Und wir wollen den Treffer in Stuttgart natürlich sehen. Der Ausgleich für den SC Freiburg. Und es ist Nils Petersen, die Konstante bei den Breisgauern. Nimmt da den Ball an, zieht dann direkt ab, fackelt nicht lange rum und lässt Kobel keine Chance. Der kommt fast noch ran. Also 1:1 hier, aber wir wollen auch mal wieder in der Hauptstadt vorbeischauen. Also ab an die alte Försterei. Der erste FC Union Berlin versucht zu erhöhen. Unten können Sie einmal kurz die Zwischenresultate sehen. Es ist also doch schon einiges passiert. Der zweite Durchgang lässt noch etwas auf sich warten. Wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit. Und der FC Augsburg, jetzt befreien sie sich mal hinten. War gerade eine ähnliche Szene wie vor dem 1:0. Da konnte man das besser lösen. Niederlechner, Finn Bogason und Strobel läuft durch. Strobel ziemlich frei und viel zu frei. Der Ausgleich nach 66 Spielminuten. Ah, das wird Urs Fischer ärgern. Das ist komplett unnötig.
bei einer Führung im eigenen Stadion so ausgekontert zu werden. Es ist gut von Niederlechner, Finn Bogason und letztendlich Tobias Strobel gemacht. Aber Knoche, Friedrich, Schlotterbeck, alle zu weit weg. Das darf niemals passieren. Also 1-1, das Spiel ist wieder ausgeglichen im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt. Ja, hier war es bis zur Nachspielzeit der 45. Minute ausgeglichen, aber dann hat Danny da Costa noch einmal zugeschlagen. Eintracht tut sich hier aber schwer. Hier ist nichts davon zu erkennen, dass Bielefeld irgendwie nervös wäre. Mittlerweile fanden sie hier gut rein, aber das. Riesenchance für Silva. Ortega erst mit der Parade, dann wird's geklärt. Hätte gerade das 3-1 sein können. Eine eher ungewöhnliche Situation, weil Frankfurt hier wirklich selten mal gefährliche Dinge herausspielen kann. Aber Bielefeld fehlt nach vorne ein bisschen die Kreativität. Frankfurt ist da doch sehr gerüstet hinten und lässt dann nicht viel anbrennen. Knapp 20 Minuten noch zu spielen. Gibt es hier nochmal den Ausgleich oder macht Frankfurt jetzt gleich alles klar? Wir werden uns bei Gelegenheit nochmal melden und schauen nochmal in Köln vorbei. Wo der 1. FC Köln schnellstmöglich den Anschlusstreffer braucht, sonst ist hier wohl Hopfen und Malz verloren am ersten Spieltag. Nicht das, was man sich wünscht, zum Saisonauftakt zu Hause zu verlieren. Aber Hoffenheim macht es auch gut, ist sehr gut aufgestellt und kommt jetzt wieder über die linke Seite. Brün Larsen hat da viel Platz. Auch das macht er gut. Brün Larsen legt quer und Bebu fast mit der Entscheidung in der 76. Minute. Aber Timo Horn ist aufmerksam und holt den Ball da raus. Hatte schon einige Situationen, in denen er eingreifen musste. Und jetzt haben wir gerade noch ein neues Gesicht gesehen. Gacinovic sprintet auf den Platz. Neu dabei, Vogt verlängert und Josh Merre im letzten Augenblick, sehen aber noch nicht geklärt. Bicakcic jetzt dann doch geklärt, 78. Minute. Also Hoffenheim verpasst es hier, den Deckel draufzusetzen. Jetzt kommt noch Noah Katterbach für Jannis Horn beim 1. FC Köln. Also sie haben noch 10 Minuten, wir melden uns, schauen aber jetzt nach Bremen. Augustinsson kommt! Die größte Möglichkeit der Partie und Alexander Schwolo kann sie parieren. Das wäre jetzt auch bitter gewesen für die Hertha, aber wenn man gewinnen will, muss man solche Möglichkeiten nutzen. Aus Bremer Sicht extrem bitter. Und dieser Eckstoß, vielleicht der nochmal mit Gefahr. Eggestein und Meier mit viel Tor in Stuttgart. Hat aber geklappt und wir schauen nochmal nach Stuttgart. Stuttgart geht erneut in Führung. Wieder ist es Daniel Didavi. Was für eine Bewegung. Mit der Brust angenommen, diese Flanke von rechts. Und dann mit der rechten Pike verwertet über Ophoff hinweg. Der VfB Stuttgart hat sich von dem Ausgleichstreffer durch Petersen gut erholt. Sie sehen es im Hintergrund, Ophoff, der ist komplett bedient. Ärgerlich, aber über 10 Minuten noch zu spielen. Kommt Freiburg nochmal zurück. Wir werden uns bei Gelegenheit melden und schauen nochmal in Berlin vorbei. Es scheint fast ein wenig so, als würden sich beide Mannschaften mit diesem 1-1 hier anfreunden können. Union Berlin, aber zumindest versucht es nochmal nach vorne. So geht es natürlich nicht. Schwacher Pass und der FC Augsburg im Ballbesitz. Strobel, der wirklich überall zu finden ist. Ein klasse Neuzugang. Sollte bestenfalls auch verletzungsfrei bleiben, dann kann er der Augsburger Mannschaft ordentlich Unterstützung bieten. Nicht zuletzt wegen des Treffers, ist ja eigentlich nicht seine Paradedisziplin. Jetzt kommt Augsburg aber auch wieder nach vorne, Niederlechner. Ja, diesmal macht das aber nicht so gut wie vor dem Ausgleichstreffer und schenkt den Ball relativ unnötig her. Das war eine aussichtsreiche Möglichkeit. Es geht aber wieder in die andere Richtung. Sie nehmen sich zumindest nicht viel Zeit im Mittelfeld, aber es blieb dann häufig dabei, Ansätze nur zu sein. Oder es blieben häufig einfach nur Ansätze.
Und Caligiuri, ja, haut sich hier rein. Auch der wichtig hier beim FC Augsburg. Hier gibt es einen Wechsel, wir wechseln auch und schauen in Frankfurt vorbei. Und wir halten die Augen offen, ob Bielefeld hier nochmal ausgleichen kann. Aber Frankfurt kommt gerade. Rode und Gibril, so. Aber nur an denen. Am Kasten vorbei. Trifft hier das Außennetz. Sonst wäre Stefan Ortega auch da gewesen. Ja, der sollte sich jetzt nicht allzu viel Zeit lassen. Bielefeld würde gerne mit einem Punkt nach Hause fahren. Es wäre nicht unverdient. Frankfurt war aber schon die bessere Mannschaft. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und somit ging auch dieses 2:1 in Ordnung. Wir erhöhen nochmal die Schlagzahl. Wobei, wir schauen noch kurz drauf. Nee, wir wechseln jetzt doch nochmal. Bekommen wir hier in Bremen noch einen Treffer, wenigstens einen, den Lucky Punch. Viel Zeit darf er sich nicht mehr lassen. 90. Minute ist bereits angebrochen. Freistoß vom Mittelpunkt aus, aber ja, der verpufft an der doch über 90 Minuten hinweg gesehen sehr stabilen Defensive der Hertha. Plattenhardt und Dilrosun. Da fehlt jetzt vielleicht auch die Kraft, da zieht er den Ball nochmal zurück und somit ist diese Nachspielzeit gleich auch schon abgelaufen. Einige wenige Sekunden wird es noch geben, aber es sieht nicht danach aus und ja, sowas sollte man auch tunlichst vermeiden. Selke dazwischen, es bleibt beim 0:0, was unter dem Strich auch hier das verdiente Resultat ist. Beide Mannschaften zu wenig nach vorne, nach hinten aber durchaus gut und wir schauen nochmal zu einer Station, wo es noch läuft. Bielefeld nochmal. Letzte Minute der Nachspielzeit angebrochen. Und die Flanke von links. Und da ist eine Abseitssituation. Ja. Ja, doch recht deutlich. Aber Bielefeld hatte hier jetzt gerade eben nochmal die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber das dürfte es jetzt tatsächlich gewesen sein. Bisschen unglücklich, das Ganze. Aber wie eben schon bei der letzten Schalt erwähnt, es ist das verdiente Resultat. Frankfurt war dieses Tor besser, Bielefeld war dieses Tor schwächer. Trotzdem waren sie nicht schwach im Allgemeinen, sondern haben hier bei Frankfurt gut mitgehalten. Das sind die Ergebnisse der 5 Partien jetzt im Überblick. Überall ist Feierabend. Ansonsten soll es das gewesen sein aus der Konferenz. Jetzt gibt es die Spiele in der Kurzzusammenfassung oder Sie schauen sich direkt die Zusammenfassung des Topspiels und der Sonntagsspiele an. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis dahin und bleiben Sie am Ball. Eintracht Frankfurt setzte sich mit etwas Glück im Pokal gegen den TSV 1860 München durch. Bielefeld hingegen flog sogar gegen Rot-Weiß Essen mit 1:0 raus. Frankfurt hier in den weißen Trikots, spielbestimmt von Anfang an, machte Bielefeld hier ordentlich Druck und das konnten sie in der 15. Minute durch Sebastian Rode auch zum Treffer ausnutzen. Die frühe Führung für die Gastgeber Arminia Bielefeld hier nach der Bundesliga-Rückkehr noch etwas überfordert. Aber sie fanden rein. Hier Córdoba, der durch die gesamte Hälfte spazieren kann, überhaupt keinen Gegnerdruck bekommt und eiskalt abschließt. 29. Minute, der Neuzugang schlägt zu. Abraham kommt nicht hinterher. Hinteregger muss erstmal in der Mitte Klos zumachen. Und so führt es zum Ausgleichstreffer. Dann aber dieser Fehler im Aufbauspiel und Frankfurt zeigt Bielefeld, wie eiskalt die Bundesliga ist. Danny da Costa, der rechte Flügelspieler, hat etwas Glück, dass der Ball vom Innenpfosten ins Tor prallt. Im zweiten Durchgang wollte Bielefeld zumindest auf 2:2 stellen. Das war mittlerweile ein durchaus guter, solider Bundesliga-Auftritt. Aber Frankfurt lag eben noch in Führung. Und das auch über die 75. Minute hinaus, weil Prietl hier um 1-2 Meter verzieht.
Schlussphase die letzte Aktion aber gehörte Eintracht Frankfurt. Sie machten das in der Defensive dann einigermaßen in Ordnung. Rode zu Jibril Sow, der trifft aber nur das Außennetz. Es blieb dann bei diesem 2:1. Ein verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt, aber Bielefeld hat zumindest in Ansätzen gezeigt, dass sie in dieser Liga auch durchaus bestehen können. Der 1. FC Union Berlin geht in das so schwierige zweite Jahr in der Bundesliga. Der FC Augsburg ist schon deutlich länger mit dabei, kennt die Gesetze der Fußball-Bundesliga und ist hier gegen den 1. FC Union Berlin auch besser reingekommen am Samstagnachmittag. 15. Spielminute, Alfred Finn Bogason in der Doppelspitze heute mit Florian Niederlechner aufgeboten. Gute Möglichkeit, stark aber von Ex-Augsburger Lute noch rausgekratzt. Der 1. FC Union Berlin aber auch mit Akzenten nach vorne. Das war keine Defensivschlacht, sondern durchaus ansehnlich nach vorne. Und Teuchert in der 23. Minute folglich mit dem 1:0. Da ist Gikiewicz ohne Chance, kehrt hier direkt am ersten Spieltag zurück an seine alte Spielstätte, an der alten Försterei. Zweiter Durchgang, der 1. FC Union Berlin wollte schnell das zweite nachlegen. Und Gikiewicz mit einer Glanzparade. Dafür wurde er hier weggelockt. Schöner Schuss aber auch von Teuchert, der im Pokal nicht wirklich auffällig spielte, hier aber dann auftrumpfen konnte. Die Fuggerstädter aber sowieso immer auch gefährlich. Niederlechner, Finn Bogason steckt durch zu Strobel, der Sechser läuft durch und schließt ab. 66. Minute, das 1:1. Auch verdient dem Spielverlauf entsprechend. Es blieb beim 1:1 ein verdientes Remis, mit dem wohl beide Mannschaften zum Auftakt in die Saison auch leben können. Der 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstagnachmittag. Die Geißböcke sind extrem verletzungsgebeutelt. Man muss da improvisieren und die Hoffenheimer, sie spielten hier gut auf, im Gegensatz noch zum Pokalspiel gegen Chemnitz. Flanke auf den zweiten Pfosten, da stiehlt sich Bebu davon. Und nach 12 Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Der 1. FC Köln kam hier nicht wirklich gut rein in das Spiel, musste hier erstmal Fuß fassen. Und das sah weiterhin nicht gut aus. 35. Minute, super Konter, Baumgartner völlig allein auf weiter Flur. Aber er scheitert an Timo Horn, der hier seine Mannschaft im Spiel hält, ergebnistechnisch. 2:0 wäre aber mindestens möglich gewesen. Es hätte auch 3:0 zur Pause stehen können. Zweiter Durchgang, 50. Minute, Freistoß für Hoffenheim aus 19 Metern. Und Andrej Kramaric hat gar keine Fragen, die er offen lassen will. 50. Minute, das 2:0 hochverdient und viel besser kann man einen Freistoß nicht schießen. Vom Innenpfosten prallt er hinter die Linie und der 1. FC Köln konnte sich nicht mehr fangen. Hoffenheim war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und das 3:0 lag nochmal in der Luft. Brünn Larsen zu Bebu, aber Timo Horn machte einen guten Job und war der mit Abstand beste Kölner hier an diesem Samstagnachmittag. Das Spiel endete mit 0:2, aus Kölner Sicht sogar ergebnistechnisch noch schmeichelhaft, aber auch Hoffenheim wird mit diesem 2:0 und vor allem mit diesem souveränen Auftritt unter Sebastian Hoeneß zufrieden sein. Der SV Werder Bremen ist knapp an der Zweitklassigkeit vorbeigeschlittert. Hertha BSC aber stehen auch schwere Zeiten bevor, aus dem Pokal ausgeschieden, da hat man insbesondere in der Defensive krasse Lücken aufgewiesen. Hier sollte es nun besser werden, aber die erste Möglichkeit nach über einer halben Stunde kam dann aus der Feder des SV Werder Bremen. Toprak fast mit einem sensationellen Kopfball-Eigentor, der wäre um ein Haar im Winkel eingeschlagen. Und die Hertha wollte diese Phase nutzen der Unachtsamkeit bei Werder Bremen. Kunja zu Darida. Der Schuss geht aber dann doch deutlich am Tor vorbei und konnte somit nicht für größere Gefahr sorgen. Mit dem 0:0 ging es in die Pause und der zweite Durchgang war
ähnlich unansehnlich, aber der SV Werder Bremen zumindest zeigte dann mal etwas spielerische Klasse nach vorne. Eggestein schön durchgesteckt zu Ludwig Augustinsson, der linke Verteidiger, durchgelaufen, aber scheitert in der 78. Minute an Scholo. Die größte und fast einzige Chance, die sich hier bot, in der zweiten Halbzeit. Somit blieb es folgerichtig beim 0:0. Für die Hertha dürfte es in Ordnung sein, Werder Bremen hingegen über die 90 Minuten eher enttäuschend. Der VfB Stuttgart ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Am ersten Spieltag ging es dann Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg. Die Schwaben machten es gut. Der VfB Stuttgart lief an. Das ist die Davi. Abseits verdächtige Position in der 15. Minute. Aber der Treffer hätte wohl gezählt. Starke Parade von Opoff, der durch die Armverletzung von Marc Flecken auch schon im Pokal ran musste. Aber der VfB Stuttgart machte es weiterhin richtig gut und erzielte das verdiente 1:0 dann in der 30. Spielminute. Daniel Didavi, der auffälligste Stuttgarter, mit dem 1:0. Wir springen in den zweiten Durchgang. Die Breisgauer konnten sich so langsam reinfinden, wurde aber auch Zeit, eben schon über eine Stunde gespielt. Höhler zu Petersen, der fackelt nicht lange. Und da sind sie dann eiskalt. Ausgleich in der 63. Minute. Der SC Freiburg doch etwas glücklich hier zurück in der Partie. Der längere Atem schien aber beim VfB Stuttgart zu liegen. Mangala, schöner Pass, Massimo und Didavi mit dem Doppelpack. Brustannahme mit der Pike dann vorbei. Technisch anspruchsvoll, gut gelöst. Es war ein 2:1-Sieg für den VfB Stuttgart, der über 90 Minuten gesehen auch absolut verdient war. Weder Borussia Dortmund noch Borussia Mönchengladbach haben sich im Pokal die Blöße geben müssen des Ausscheidens. Sie haben sich nicht schwer getan und somit stand hier ein Topspiel am ersten Spieltag auf dem Plan, dass es durchaus in sich hatte, eben Borussia gegen Borussia. Und die in grün gekleideten Gäste machten es zunächst besser. Zweite Spielminute, Riesenmöglichkeit, genialer Pass hier von Christoph Kramer, perfekt in die Schnittstelle für Patrick Herrmann, der dann aber am herauseilenden Marvin Hitz scheitert. Hitz heute in der Startformation, Bürki mit Hüftproblemen nur auf der Bank. Aber diese Anfangsphase konnte einem durchaus als neutraler Zuschauer gefallen. Es war Offensivfußball, wie man sich das bei diesen beiden Mannschaften auch wünscht. Und in der 6. Minute schlägt dann fast ein Ex-Gladbacher zu. Thorgan Hazard trifft aber nur den Außenpfosten. Nach spielfreudiger Anfangsphase verflachte die Partie leider extrem. Wir sind schon in der 45. Minute, mal eine Standardsituation von rechts außen, 2 Minuten Nachspielzeit gab es obendrauf. Die waren dann abgelaufen. Ginter setzt sich hier durch. Den folgenden Eckstoß gab es dann nicht mehr. Hatte ein wenig Ärger gebracht bei den Dortmundern. Den Eckstoß hätten sie noch gerne gehabt, aber aus den vorherigen hatten sie eben auch kein Kapital schlagen können. Der zweite Durchgang dann aber hatte es wieder von Beginn an in sich. Borussia Mönchengladbach startet wieder furios rein. Patrick Herrmann und Lars Stindl geht da zu leicht vorbei an Witzel, Neuhaus und Herrmann. Hits gefordert, 48. Spielminute, aber den Ball hält der Schweizer sogar fest. Trotzdem, Gladbach machte hier mit auf Augenhöhe. Doch der BVB wieder um passende Antworten bemüht. Jadon Sancho treibt an. Delaney, Witzel, stark gespielt und dann Julian Brandt. Im ersten Durchgang Hazard, jetzt eher an den Pfosten. Pech war jetzt auch dabei beim BVB. Ein Spiel auf Messerschneide, aber durchaus mittlerweile wieder richtig unterhaltsam. Keine 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Und Haaland geht mal durch.
aus knapp 16 Metern dann ein ordentlich wuchtiger Schuss, der das Gehäuse um einige wenige Zentimeter verfehlt. Glück hier für Jan Sommer, den hätte er wohl nicht mehr bekommen. In der Schlussphase wurde dann Gladbach aber nochmal aufmüpfig. Wolf zu Christoph Kramer, der bleibt im Ballbesitz. Wolf zu Hermann und das ist das 0:1. 79. Minute. Die Führung für Borussia Mönchengladbach. Nicht unverdient, aber zu dem Zeitpunkt doch etwas glücklich, weil Dortmund auch hätte treffen müssen. Schlussphase, Dortmund investierte mehr, riskierte mehr. Die Abstimmung in der Defensive stimmte dann aber nicht mehr. Und das nutzte Gladbach nochmal aus. 86. Minute, Lars Stindl sogar mit dem 0:2. Stark aus der Drehung und vorbei. Ein Hit. So blieb es beim 0:2. Ein schlechter Auftakt für Borussia Dortmund. Spielerisch waren sie aber richtig gut dabei. Das müssen sie dann nur ab nächster Woche dann auch in Punkte ummünzen. Sonntagnachmittag Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05 und da haben die Mainzer durchaus schlechte Erfahrungen mitgemacht. In der Vorsaison gab es hier eine richtige Packung im Hin- sowie im Rückspiel. Aber es sollte irgendwie anders laufen. 9. Minute, die erste dicke Chance gehörte den Gästen aus Mainz. Jean-Philippe Mateta legt sich den Ball hier artistisch selbst hoch und prüft Peter Gulaschi. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Daniel Brosinski nimmt sich der Sache an. Fehler Gulaschi vor die Füße von Saint-Just. Und der in der 10. Minute zum 0:1. Richtig drangvolle Anfangsphase vom ersten FSV Mainz 05. Und Leipzig konnte damit zunächst nicht zurechtkommen von dem 0:1, aber dann aufgeweckt worden. Und so ging es dann auch dahin. 14. Minute Marcel Sabitzer, Ausgleichstreffer. 14. Minute, eine äußerst spannende Anfangsphase. Die Partie aber verflachte dann und ging mit dem 1:1 erstmal in die Pause. Mainz machte es aber weiterhin durchaus gut, hielt die Leipziger vom eigenen Tor fern. Und Mateta schraubte hier an seinem ersten Saisontreffer, 53. Minute, von Boetius vorgelegt und dann dieser Schlenzer, aber von Gulaschi im Ansatz schon vorbeigeschaut. Doch Leipzig wollte seiner Favoritenrolle hier gerecht werden. Kunku setzt sich gegen Latza durch. Emil Forsberg und Hee-Chan Wang. Riesenmöglichkeit, aber schlecht geschossen, sodass Zentner parieren kann. Wir springen in die Schlussphase und die hatte es noch einmal in sich. Boetius, starker Ball zu Danny Latza. Außenpfosten. Der zentrale Mittelfeldmann, aber auch im Abseits ein Treffer hätte also somit nicht gezählt. Die letzte Möglichkeit gehörte dann aber den Roten Bullen. Wir springen in die Nachspielzeit. Upamecano zu Haidara. Sabitzer, starker Ball zu Hee-Chan Wang. Aber er trifft das Tor nicht und verpasst in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Lucky Punch. So mit blieb es beim 1:1. Ein verdientes Remis geht so absolut in Ordnung. Mainz konnte damit doch durchaus etwas überraschen. Zum Abschluss des ersten Spieltags trafen der VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen in der Volkswagen Arena aufeinander. Leverkusen in den roten Trikots konnte im DFB-Pokal richtig überzeugen. Wolfsburg brauchte etwas, setzte sich dann aber auch souverän durch. Hier war es der Gast aus Leverkusen, der die ersten Möglichkeiten herausspielte. Pavao Pervan rettet hier noch gegen Amiri. Aber die Wölfe konnten nach vorne sehr wenig kreieren. Leverkusen mit Kontermöglichkeiten. Karim Bellarabi überlegt, quergelegt.
Und Patrick Schick mit seinem ersten Treffer in der Bundesliga für Leverkusen. Im DFB-Pokal hatte es schon geklappt und jetzt braucht er hier in einer seiner leichtesten Übungen den Ball nur über die leere Torlinie bringen. Und Leverkusen weiterhin sehr stark. Demir Bay an den Pfosten. Amiri nicht im Abseits. Staubt ab. 2-0, 42. Minute. Der VfL wirkte hier teilweise überfordert und konnte von Glück sprechen. Nur 0-2 zurückzuliegen. Das war doch eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Aber sie wollten es im zweiten Durchgang dann regeln. Memedi mit dem vermeintlichen 1-2. Aber das war im Ansatz schon sehr abseitsverdächtig. Und diese Idee, die konnte sich dann auch in Fakten ummünzen. Knapper Schritt, der Memedi hier den Treffer kostet. Leverkusen war nun im zweiten Durchgang lange nicht mehr so gut wie noch im ersten. Aber sie hatten kleinere Nadelstiche vorzuführen. Das ist Patrick Schick und der wird richtig umgehauen. Alario noch, der in der Mitte scheitert. Aber das ist komplett ungestüm von Giavogi. Strafstoß. Alario nimmt sich der Sache an. Kann hier dann in der 80. Minute alles klar machen. Alario gegen Perwan an den Pfosten, aber unglücklicher geht's dann für Perwan gar nicht. Vom Rücken prallt der Ball ins Tor zum 0-3. Wird somit auch als Eigentor gewertet. Das ist bitter. Entschied damit die Partie. Nachspielzeit der VfL Wolfsburg. Aber zumindest das konnte man ihm nicht absprechen. Gab nicht gänzlich auf Wout Weghorst mit dem 1-3. Aber das war nichts als Ergebniskorrektur. Es blieb beim 1-3 Leverkusen richtig stark und der VfL Wolfsburg doch tatsächlich eher schwächlich. Jo, das soll's dann von dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht hier noch den Podcast zur zweiten Bundesliga zum Saisonauftakt und ansonsten morgen im Livestream. Würde ich mich freuen, euch zu hören, euch zu sehen. Bis dann und adios.